Also der Club of Rome hat jetzt wieder einen Bericht rausgegeben, in dem eigentlich auch wieder das gleiche drinsteht wie in den 70ern. Nur mit weniger Auswahl. Die haben sonst immer so vier. Ich glaube, im ersten waren, glaube ich, mehr Varianten, womit sie quasi die Szenarien für die Zukunft durchgerechnet haben. Und jetzt haben sie, man merkt das, wenn man den letzten quasi nochmal dagegen hält, haben sie das auf zwei reduziert. So wie es jetzt, so wie es ist, einfach weiter. Ne? Oder eben halt der große Sprung. Okay. Und merke für den Club of Rome relativ konkret jetzt Sachen, was zu machen wären, ne? In verschiedenen Themenbereichen. So genau haben die sich früher da nicht geäußert. Aber es fehlt immer noch quasi so die Bodenhaftung. Ne? Dass man sagt, wie denn jetzt genau? Was? Ja? Zum Glück sind die ja auch zu sehen in TED-Talks und so. Und ein Thema, und damit sind wir dann jetzt bei dem, ist der Unterschied zwischen linearem Denken, ne, und komplexem Denken. Das ist dummerweise noch nicht so alt. Ne? Also Kybernetik und Biologie, das sind alles diese Sachen. Und das Schlimme ist, wir arbeiten, sogar im Qigong hatten wir eben, ne, Equilibrium, Ausgleichszustand, das ist halt nie, es ist quasi kein Fixer, sondern der bleibt immer von den Randbedingungen abhängig. Ne? Und diese Vorstellung ist ungeheuer schwer umzudrehen. Und mir geht immer mehr auf, dass wir wirklich darauf geeicht sind, in diesem Fluchtangriff erstarren, im Überlebensmodus zu sein, und der ist single-pointed. Der ist wirklich, ich muss das jetzt schnell fertig machen, sag mir schnell, wie, das, so, zack. Das ist sehr kurzatmig und das ist, man braucht das. Und man kann nicht andauernd nur in Vorstellungsbildern und in offenem, also quasi entgrenztem Zustand sein. Irgendwann muss ich mal aufs Klo gehen und mich sammeln, die Umwelt abstrahieren, um meinen Weg zum Klo zu finden wenigstens. Oder in den Supermarkt und was einkaufen. Also man muss abstrahieren, das ist wichtig. Aber das, was wir machen, ist wirklich dieses Single-Pointed. Also dieses Linear-Denken ist quasi Trumpf. Ne? Und wenn ich irgendwie in Bedrängnis komme, dann versuche ich darauf zu antworten, indem ich noch kürzere Zusammenhänge darstelle. Ne? Also immer enger, immer enger. Ne? Vorher haben wir es locker probiert, locker geht nicht, enger, noch enger. Und das ist auch das, was der Club of Rome sagt, halt, wir sollten den Kindern mehr Bildung geben, auf dass sie in die Möglichkeit kommen, komplexes Denken zu lernen. Und ich glaube, das reicht nicht. Wir müssen, glaube ich, aus diesem Überlebensmodus, jeder für sich, lernen, rauszukommen in den Kreativitätsmodus. Immer wieder feststellen, oh, hier wird es zu eng, das brauche ich nicht. Ich kann auch gar nicht mehr nachdenken, ich werde aggressiv, wieder zurück, das führt zu keiner Lösung. Ich muss wieder frei durchatmen, komplett umschalten. Das ist ein tierischer Weg, wenn ich in diesem aggressiv, ich muss jetzt fertig werden und so zu, atme mal durch, komm zu dir und dann finden wir eine ganz andere Lösung, die vielleicht mit viel weniger Anstrengung zu einem viel besseren Ergebnis führt. Und ich glaube, das brauchen wir auf Gesellschaftsebene. Also wenn ich das überlege, dann ist es genau das, was wir haben. Das ist schön. Diese Probleme, die wir da leider mit haben, ist, dass wir ganz viele Pädagogen haben, die der alten Garde angehören. Und es wird nicht besser. Nee. Besonders weil die andere Pädagogik, also bezogen zum Beispiel an Projekten zu arbeiten, nicht mehr einfach nur so einen Lehrplan den Leuten hinzuknallern, sondern an Projekten quasi jeden zu fördern und da verschiedene Fachbereiche für die Projekte quasi beibringen. Komplexes Lernen, das ist ja
schon ein paar Jahrzehnte alt, dass das. Und das kommt jetzt erst langsam in Kitas an. Und das, Schulen. Das Dumme ist, das gilt aber auch für den Bau. Überall. Also es ist überall so, dass man sagt, habe ich jetzt erst gesehen, 750.000 Euro für eine 80 Quadratmeter Wohnung in Frankfurt, wo ich dann sage, okay, die kann jetzt ihren Strom selber, ne? Kann sie nicht erstellen? Okay, aber Wasser machen kann, nein, auch nicht. Kann sie ihr Wasser aber aufbereiten? Auch nicht. Kann ich mit dem Abwasser wenigstens hier vorne Gemüse an dem, na, auch nicht? Was kann die Wohnung dann jetzt? Um diesen Preis zu rechtfertigen. Ja. Ja, ja, weil für 750.000 Euro kann ich ein Earthship bauen. Also ein Haus, was nachhaltig gebaut ist und was sich komplett selber versorgt. Energiemäßig und Nahrung. Ich brauche da gar nicht rausgehen. Theoretisch. Ja, ja, weil da ist auch gleich ein Gewächshaus, das ist schon schön. Ja? Und das ist sauteuer. Ja? Aber ja. Aber es ist halt wirklich komplett, da braucht man, hat man kein Abwasser mehr, nichts und so weiter. Egal, jetzt sitzen wir erstmal rum, danach nochmal weiterreden. Aber mir geht es wirklich um dieses Feststellen bei sich, wenn man in die geistige Enge kommt. Das kann man, glaube ich, nachvollziehen, das kennt auch jeder. Wenn man in so ein, das Erste, was man eben macht, ist diese Freundlichkeit, brauche ich nicht. Es hat einen viel größeren Rahmen, wenn man auf Familie zurückgeht. Jetzt habe ich ein Kind, jetzt muss ich versorgen und dann wird es eng. Das ist ein Thema, worüber man nicht gerne redet. Vielleicht im Anschluss. Auf jeden Fall feststellen, wenn ich zu eng werde, auf dass ich wieder zurückkomme in entspanntes Flow-Arbeiten. Und jetzt im Flow rumsitzen. Ja, ja, klar. Ja. Das ist was ein Gutes. Ja. Es ist sogar ein Meditationsobjekt. Wenn man anfängt, kann man damit anfangen. Weil die angeführten Meditationen in keiner Tradition gibt es das. Weil das zu Vorstellungsbildern führt, die dann wieder aufgelöst werden müssen. Und erstmal einrichten, so wie es jetzt ist, ist es. Dieses entspannte Haltung für den Körper finden kann manchmal 20 Minuten dauern und das ist völlig okay. Aber wenn der Körper zufrieden ist, dann schaut, was euer Geist so macht. Sollte der zufrieden zur Ruhe kommen, dann achtet nur auf den Körper, wie er so atmet.
Jetzt mit der nächsten einmaligen hohen Glocke ist die Zeit, sich zu fragen, ob sich das nach Gewitter anhört. Mhm. Nein. Die Frage ist, wie fühle ich mich jetzt? Sah so aus, als ob sie genau an uns vorbeiziehen. Ja, also genauso links und rechts. Ja, aber ich habe das Gefühl, dass ich direkt runter bin. Hm. Ja, es kann sein, dass es durchzieht. Und wenn man dann diese dicken Wolken sieht. Eigentlich auch schön. Na, bei Gewitter jetzt auf freiem Feld sitzen ist nicht so schlau. Nee. Aber also es, wir gehen schon, also du kannst früh genug losgehen, wir machen noch Sado, aber dieses Umschalten von dieser linearen Denkgeschichte, die notwendig ist, zu Komplexitätsdenken, das ist eine Sache, die mir, also auch beim Lehren von Qigong auf der Wiese immer wieder auffällt, dass das eine körperliche Sache auch ist, die man umschalten lernen kann. Ja. Also ich werde da noch länger dranbleiben. Ja. Dieses Umschalten ist mir durchaus bewusst, dass es das ist und dass es das gibt und dass es das hat ganz viel, glaube ich, mit Kompetenzen zu tun, und zwar ganz groß mit der Ich-Kompetenz. Also mit der Fähigkeit, sich selbstbewusst zu sein, wie fühle ich mich jetzt in dieser Situation und wieso, weshalb, warum. Ja, das ist aber eine andere, das ist quasi die nettere Variante von einem Ego. Genau. Also anstatt so ein Bild, ich muss was sein, zu sein, oh, ich bin jetzt hier, genau. Und ich bin mir bewusst, dass ich jetzt hier bin. Ganz genau, auch das, damit fängt es an und dann fängt es auch damit an, ich bin jetzt hier in dieser Situation, mein Körper schickt mir die Signale, ich sitze jetzt hier mit dir auf dieser Wiese. Genau. Ich spüre es an meinem Hintern, an meinen Beinen, weil ich spüre den Kontakt mit der Erde. Ja. Ich sehe es an meinen Augen, ich auch die Umgebung, ich kann die Geräusche hören, ich fühle es auf meiner Haut, ich kann es riechen. Also der ganze Körper ist halt aktiv und dann kommt aber auch noch immer wieder die Gefühle dazu. Und viele Leute sagen, viel lernen drin. Diese Gefühle sind halt irgendwo auch von uns selbst ein Kompass irgendwo, den man nicht außer Acht verlieren darf.
Und dieses komplexe Denken, also dieses lineare Denken, steht meistens, ich fühle mich jetzt schlecht und das will ich schnell ändern. Ja, und die schnellste also Angst, Art, es zu ändern. Angst. Ich fühle mich in meinem Sein eingeengt. Ich habe Angst, dass ich nicht sein kann, wie ich will. Ganz genau. Ich darf nicht so sein, wie ich bin, weil jemand anderes es mir vorenthält. Dieses Grundgefühl Angst. Manchmal ist es ja auch Scham. Oder. Das führt immer wieder aufs Gleiche. Ich darf nicht sein, wie ich bin. Ganz genau. Ist immer wieder das Gleiche. Und dieser Wunsch, dieses komplexe Denken, schafft. Klingt erstmal schwieriger, als es ist, wegen dem Komplex. Mhm. Und das Linear ist halt die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten, ist nun mal die Linie. Ja. Aber wir wollen ja nicht einfach jetzt von jetzt auf gleich eine Veränderung haben. Wir wollen ja, diese Veränderung bleibt ja dann nicht unbedingt. Zumindest nicht bei Menschen. Wir können uns jetzt von einem Tag auf den anderen anders verhalten. Wir fühlen trotzdem noch so wie vorher, auch wenn wir uns anders verhalten. Also okay, das Schwierige ist halt. Ja, ich glaube, jetzt hast du das in der Beschreibung quasi den Faden verloren. Ja, also weil es wirklich um lineares Denken kennt ja keine Randbedingungen. Selbst bei der Standardbeschreibung Lichtschalter an, Birne brennt, ja. Vernachlässigt ja die gesamten Randbedingungen, dass der Lichtschalter da sein muss, dass die Elektro und so weiter. Weil tausende von Sachen dazu geführt haben, dass dass das überhaupt da ist. Und es muss auch weiter geliefert werden, damit ich das überhaupt machen kann. Ja. Und komplexes Denken hat das mit im Blick. Und das, was ich meine, ist eben aus dieser Verengung rauszukommen. Ja. Und das schafft man nur, indem man sich bewusst wird, wieso man gerade überhaupt beengt ist. Ja, und das, was du mit den Gefühlen hattest, willst du im Stehen Sado machen? Das, was du mit den Gefühlen hattest, das ist quasi so die Stufe, die normalerweise nach angeführten Meditationen kommt, dass man eben dieses RAIN-Prinzip, ne? Also dass man mitkriegt, wow, ich habe jetzt Angst, oder ich bin aggressiv, ne? Darunter liegt, ich bin eingeengt in meiner Handlung. Das möchte ich untersuchen, ne? Eine Lösung finden. Und da auf der anderen Seite, dummerweise, geht es halt auch, ne? Ich fühle mich gut, ich fühle Liebe. Ne? Was sind die Ursachen? Diese Randbedingungen dafür möchte ich oft daherführen. Ne? Richtig. Ja. Aber das sind schon, ich glaube, also das, worüber wir jetzt geredet haben, das ist schon eine Ebene, die kriegst du in der Bildzeitung nicht so leicht mitgezeigt. Natürlich kriegst du die nicht mit. Und das ist auch das, was du leider in der Pädagogik oder in dem Bildungssystem leider nicht so verpackt bekommst. Echt? Leider ja. Der Trend kommt jetzt erst langsam. Ja. Dass es viel mehr weg von diesem Leistungsorientierten geht, von wegen, das Kind soll, wenn es zum Beispiel jetzt in die Schule kommt, schon seinen Namen schreiben können. Ja, sondern es kommt jetzt viel mehr darauf, wenn das Kind ein Problem hat, soll es den Mut aufbringen zu sagen, ich schaffe das nicht, weil. Ja, können Sie mir das nochmal erklären? Oder überhaupt das Reden vor Menschen. Und diese Kompetenzen, das ist jetzt nach und nach, das kommt jetzt wirklich leider erst nach. Ja, wir waren zum Glück auf so einer Schule. Ne? Also wir haben Lernzustandsberichte gehabt und da waren solche Sachen viel wichtiger. Aber Sabine will los. Ja. Dann machen wir zusammen noch dreimal Sado, bevor uns der Blitz erschlägt. Ja. Ja, es kommt auch wirklich näher. Sado. Ja. Halt zusammen. Sado. 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 Sadu! Keine Frage. Okay. Aber ich finde normalerweise dieses im Anschluss sich darüber austauschen, finde ich wichtig. Also ich versuche immer irgendwelche Themen zu finden, die mir auch am Herzen liegen. Also für mich ist das ein Angelpunkt, um jetzt auch neue Projekte vielleicht zu entdecken.